Herzlich willkommen zu einer Folge von Musculus, heute mit dem Titel Mitochondriale Erkrankungen. Heute haben wir wieder eine Expertin eingeladen, die wir jetzt herzlich begrüßen. Hallo, Frau Doktorin Cornelia Kornblum. Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Brix. Ich bin froh, hier zu sein und in Wien zu sein und freue mich, Ihnen jetzt ein paar Fragen beantworten zu können. Ja, dann legen wir doch gleich einmal los. Was sind mitochondriale Erkrankungen und was sind ihre Ursachen? Ja, mitochondriale Erkrankungen sind eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, die vielfältige Ursachen haben, die in erster Linie auf Erbsubstanzveränderungen beruhen. Man definiert mitochondriale Erkrankungen letztlich als Stoffwechselerkrankungen, als Erkrankungen, die bedingt sind durch Störungen von Stoffwechselvorgängen, die in den Mitochondrien lokalisiert sind und ablaufen. Und in erster Linie, wenn man es eng definiert, sind es Erkrankungen, die durch Störungen gekennzeichnet sind der oxidativen Phosphorylierung, also der Atmungskettenfunktion, das heißt der Energiegewinnung unter Sauerstoffverbrauch. Ursachen sind genetisch bedingt und die mitochondrialen Erkrankungen können basieren auf Erbsubstanzveränderungen der Kern-DNA oder der mitochondrialen DNA, einer Erbsubstanz, die in den Mitochondrien selbst sozusagen lokalisiert ist, denn Mitochondrien haben ihre eigene Erbsubstanz. Also letztlich Stoffwechselerkrankungen, die erblich bedingt sind. Bitte um eine kurze Erklärung für den Laien. Was sind denn Mitochondrien? Mitochondrien sind Zellorganellen und das sind sozusagen so Kraftwerke, kleine Organellen innerhalb aller Körperzellen, praktisch aller Körperzellen, und sie sind dort in vielfacher Kopie vorhanden. Und das heißt, also mitochondrienreiche Körperzellen, wie zum Beispiel Muskelzellen oder die Eizellen der Frauen, können bis zu 100.000 verschiedener Mitochondrien haben. Und ein Mitochondrium hat wiederum bis zu 10 solcher Ringmoleküle der mitochondrialen DNA. Das heißt, Mitochondrien, wir sind von Mitochondrien sozusagen gefüllt. Die Körperzellen. Also sie sind in vielfacher Kopie vorhanden in allen Organsystemen praktisch. In welcher Lebensphase treten die ersten Symptome auf? Also mitochondriale Erkrankungen können praktisch in jedem Lebensalter auftreten, vom frühen Säuglingsalter, vom Neugeborenen bis hin zum Senium, bis hin zum älteren Menschen. Und das ist sehr besonders, dass diese Erkrankungen sehr, sehr vielfältig sind. Man kann auch sozusagen, das ist so ein Spruch in der mitochondrialen Community der Ärztinnen und Ärzte, von der Wiege bis zur Bahre. Sie können praktisch sich immer manifestieren. Welche Symptome deuten jetzt auf diese Form der Erkrankung hin? Wie kann man sowas erkennen? Also mitochondriale Erkrankungen haben sehr häufig eine Skelettmuskelbeteiligung und häufige Manifestationen sind Muskelschwäche, die meistens proximal betont ist, das heißt im Bereich der Oberschenkel. Sehr typisch ist zum Beispiel, dass Patientinnen und Patienten berichten, dass sie schlecht aus der Hocke hochkommen, dass sie schlecht bergauf gehen können, Schwierigkeiten haben, Treppen zu steigen, auch im Schultergürtelbereich über Kopf arbeiten, also zum Beispiel Föhnen der Haare oder Einräumen von Geschirr in Oberschränke kann schwierig sein. Sehr charakteristisch ist eine Belastungsintoleranz, also eine muskuläre Belastungsintoleranz, das heißt vorzeitige Erschöpfbarkeit. Auch nicht nur in körperlicher Art, sondern auch psychophysisch, das heißt auch eine gewisse Fatigue, Müdigkeit, rasche Erschöpfung, Minderbelastbarkeit ist recht typisch. Und darüber hinaus können vielfältige andere Symptome auftreten, wie auch eine Schwäche der Augenmuskeln, der äußeren Augenmuskeln, dass die bei bestimmten Krankheitsformen oder hängende Oberlider bei bestimmten Krankheitsformen, was dann auch eine Muskelschwäche ist der Oberlidmuskulatur und der äußeren Augenmuskeln. Auch an Sie die Frage, wo wendet man sich im Verdachtsfall hin und wie erfolgt die Diagnostik? Es ist so, dass es sehr sinnvoll ist, weil es mitochondriale Erkrankungen auch seltene Erkrankungen sind, dass sich die Patientinnen und Patienten dann in letzter Instanz sozusagen an ein Spezialzentrum wenden sollten. Das sind zum Beispiel spezielle neuromuskuläre Zentren oder Abteilungen, die sich auf neuromuskuläre Erkrankungen spezialisiert haben oder Neuropädiaterinnen und Pädiater. Erste Ansprechpartner sind ja dann doch meist die Kinderärztinnen und Kinderärzte oder bei den Erwachsenen dann letztlich über die Hausärztinnen und Hausärzte, Neurologinnen, Neurologen, die dann meist im Verdachtsfall weiter überweisen.
Es ist so, dass die Diagnostik im Einzelfall entschieden werden muss. Das heißt, wichtig ist eine Familienanamnese, dass man schaut, sind noch andere in der Familie möglicherweise betroffen? Wie ist das klinische Bild? Also der klinische Eindruck ist immer ganz entscheidend. Laboruntersuchungen, also Blutuntersuchungen, bestimmte Blutmarker werden bestimmt. Und dann eine genetische Untersuchung, die von entscheidender Bedeutung ist, letztlich für die Sicherung der Diagnose. Diese kann man meist aus Blut machen. Gelegentlich ist auch eine Skelettmuskelbiopsie erforderlich. Und manchmal werden die genetischen Untersuchungen auch aus dem Muskel gemacht, aus der Muskelerbsubstanz. Wie kann man denn eigentlich in der Diagnostik zwischen den verschiedenen Muskelerkrankungen unterscheiden? Also die genaue diagnostische Zuordnung erfolgt dann im Idealfall halt in den neuromuskulären Zentren. Und es ist sehr klar zu definieren, welche Erkrankung vorliegt, wenn man eine Erbsubstanzveränderung hat. Und dazu passend das klinische Bild und auch die Zusatzdiagnostik dazu passt. Das heißt, da kann man dann im besten Falle eine genaue diagnostische Zuordnung treffen. Ich sage im besten Falle, weil es immer einen gewissen Prozentsatz an Patientinnen und Patienten gibt, immer noch trotz Fortschritt in der Diagnostik, wo man keine Sicherung letztlich erreichen kann. Dieser Prozentsatz wird aber praktisch immer weniger durch die Fortschritte in den Technologien. Sie haben von der Erbsubstanz gesprochen. Wie kann man sich das jetzt als Laie vorstellen, dass man hier einen Fehler erkennen kann? Da wird Blut abgenommen letztlich und nach Aufklärung und Einwilligung wird es dann an ein humangenetisches Institut übersendet und dann erfolgt eine Untersuchung der Erbsubstanz und man schaut, ob zum Beispiel in den entsprechenden Genen, die mit mitochondrialen Erkrankungen in diesem Falle assoziiert sind, wo Erbsubstanzveränderungen mit entsprechenden Krankheitsphänotypen assoziiert sind, die schaut man sich dann genau an. Schaut, sind da Stücke rausgebrochen zum Beispiel aus diesem Doppelstrang dieser Erbsubstanz oder sind einzelne Basen verändert und es kommt dazu dann zu einer sogenannten Punktmutation. Und das kann man technisch mithilfe verschiedenster Techniken, das Next Generation Sequencing, sehr genau feststellen mittlerweile. Was bedeutet jetzt so eine Diagnose für das Leben der Betroffenen? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass dann Expertenrat sozusagen erfolgt. Und das sind chronische Erkrankungen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, die Patientinnen und Patienten und die Familien sind letztlich lebenslang von diesen Erkrankungen betroffen, solange es noch keine Heilung gibt. Und da ist es sehr wichtig, sozusagen diese Familien zu begleiten. Und es ist sehr wichtig, bestimmte sozusagen Lebensratschläge oder Empfehlungen auch mitzugeben, wie man sich zum Beispiel in bestimmten Situationen am besten verhält, wie zum Beispiel Infekte behandelt werden sollten, in dem Falle mitochondrialer Erkrankungen, dass Infekte frühzeitig behandelt werden sollten, weil unbehandelte Infekte zu einer Verschlechterung des Stoffwechsels vorübergehend führen können, mehr als es bei gesunden Menschen tut. Es ist wichtig, die Symptome zu therapieren, also beispielsweise, wenn jetzt andere Symptome als Muskelschwäche noch auftreten, epileptische Anfälle beispielsweise, dass man da medikamentöse Therapien einleitet. Bei einer Schwäche der Augenmuskeln kann man unter Umständen Lidheberoperationen machen. Mit so kleinen Fäden kann man die Lider hochziehen. Fadensuspensions-OP heißt das. Man kann Prismenbrillen verordnen, um Doppelbilder zu reduzieren, die auftreten können bei Augenmuskelbeteiligung. Also eine sogenannte symptomatische Therapie, Herzmuskelschwäche, sollte entsprechend behandelt werden. Und darüber hinaus ist es natürlich dann auch jetzt in der heutigen Zeit möglich, wenn die Patientinnen und Patienten geeignet sind, sie unter Umständen in klinische neue Therapiestudien einzuschließen zur Erforschung etwaiger neuer Therapien. Also. Wie schaut denn jetzt die nähere Zukunft aus? Sind denn schon Therapieansätze für Patientinnen mit mitochondrialen Erkrankungen in der Pipeline? Bislang gibt es leider noch keine Heilung der Erkrankung und auch noch keine richtig sozusagen hochwirksame krankheitsmodifizierende Therapie. Es sind aber jetzt sehr viele neue Therapieformen in präklinischen Studien, das heißt noch experimentell, und einige eben auch schon in klinischer Erprobung am Menschen, an Patientinnen und Patienten, also Probandinnen und Probanden. Und sehr viel Hoffnung setzt man in genetische Therapien, in sogenannte gentechnologische Verfahren, wo man dann versucht,
über verschiedene Technologien und Mechanismen, die krankhaft veränderte Erbsubstanz zum Gesunden zu switchen oder die krankhaft veränderten Erbsubstanzmoleküle zu eliminieren, zu zerstören, um dann Gesunden, die auch die meisten Patienten haben, noch sozusagen zur Vermehrung zu bringen. Das sind also alles so Genome-Editing, sagt man das, Technologien, die da bevorstehen. Liebe Frau Kornblum, danke, dass Sie heute mit dabei waren und Musculus unterstützen, und herzliche Grüße nach Bonn. Sehr gerne, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Ja, das war schon wieder die Folge Musculus für heute. Informationen wie immer in der Infobox unter dem Video. Da steht auch der Link zu unserer Homepage www.muskelforschung.at. Ich bedanke mich schon jetzt für ein Gefällt mir und freue mich darüber, dass Ihnen klar ist, Wissen hilft.